30 km/h als Tempobegrenzung im Ortsgebiet und eine Mom, die Leukämie bei ihrer Tochter vorgetäuscht hat, um an Spenden ranzukommen. Das und mehr gibt's jetzt für euch bei Push am Dienstagvormittag. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und somit Hallihallo. Gehört ihr eher zu den Menschen, die tendenziell sowieso immer zu schnell durchs Ortsgebiet fahren oder zu denen, die sich über genau diese Raser aufregen? Tja, die Zuschnellfahrer werden sich jetzt gleich wahrscheinlich fürchterlich aufregen, denn die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, fordert ein weltweites generelles Tempolimit von 30 km/h in geschlossenen Ortschaften. Die Begründung? Die Begrenzung der Geschwindigkeit auf Straßen in Städten, Dörfern und Siedlungsgebieten könne Menschenleben retten und Verletzungen vermeiden. Außerdem brauche die Welt sichere, gesunde, grüne und lebenswerte Städte. Und dazu gehören eben Straßen mit niedrigem Tempolimit. Denn jedes Jahr kommen den Angaben nach 1,3 Millionen Menschen bei Zusammenstößen im Straßenverkehr ums Leben. Die Raserei gehört zu den Hauptursachen für tödliche Unfälle. Ergibt alles Sinn, aber 30 ist halt schon verdammt langsam, oder? Wenn ein 8-jähriges Mädel eine unheilbare Krankheit hat, ist das so ziemlich die schlimmste Botschaft, die man als Eltern erfahren kann. Wie kann man das also vortäuschen? Ist schon richtig dreist. In den USA ist nun eine Mutter aufgeflogen, die erfunden hat, dass ihr Kind Leukämie hat. Warum man sowas macht? Um Aufmerksamkeit und Spenden zu erschleichen. Die Mutter hatte sich damals einer Freundin anvertraut, die mit ihr dann die Spendenaktion ins Leben gerufen hat. So schickte eine Wohltätigkeitsorganisation sogar die Mutter und die Tochter auf eine Reise nach Florida. Als die Freundin dann aber einen Bericht im Fernsehen über das sogenannte Münchhausen-Syndrom hörte, wo es eben genau um das geht, war sie sofort skeptisch und hat dann die Polizei informiert und der Verdacht hat sich bestätigt. Die Krankenakte des 8-jährigen Mädchens zeigt, dass sie völlig gesund ist. Die Mutter hat jetzt das Sorgerecht für ihr Kind verloren. So. Schick und shiny war gestern, heute müssen Autos verrostet sein, wenn man cool sein will. Oder wenn man einfach zu viel Kohle hat und lustig sein möchte. Fürs nagelneue Auto gibt es nämlich jetzt extra Rost zu kaufen. Dieser muss dann natürlich gewollt platziert sein, damit das Ganze richtig in Szene gesetzt worden ist. Und die Designer haben eine ganz spezielle metallhaltige Beschichtung entwickelt, die 20 Jahre lang perfekt auf dem Untergrund haften und dessen Biegeigenschaften nicht verändern soll. Und diese besondere Schicht kann aus Aluminium, Messing, Bronze, Titan, Zink oder sogar Gold bestehen. Das Finish kann dann frei gewählt werden, gebürstet, besandet oder oxidiert. Je nach Wunsch kann man die Beschichtung also vor Ort verrosten und fixieren lassen. Also ja, falls euer alter Opel schon zu rosten beginnt, keine Sorge, ihr liegt voll im Trend. Na, wer hat denn da ganz still und heimlich Ja gesagt? Keine geringere als Ariana Grande. Sie ist jetzt unter der Haube. Die 27-jährige Sängerin hat am Sonntag ihrem Verlobten, dem Immobilienmakler Dorton Gomez, das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeit war angeblich ganz klein und intim mit weniger als 20 Gästen, also wirklich nur der engste Familienkreis. Der Sprecher vom People Magazine meinte, dass der ganze Raum glücklich und voller Liebe war. Die Feier war dann im Garten von Arianas Villa und alles war mit Hunderten von weißen und hellrosafarbenen Blumen dekoriert. Seit Dezember sind ja die beiden verlobt. Das hat Ari auf Instagram mit diesem süßen Foto veröffentlicht, wo sie dazu geschrieben hat, für immer und noch mehr. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles erdenklich Gute. Das war's auch schon wieder mit eurem Update am Dienstagvormittag und wir sehen uns dann gleich zu Mittag wieder. Tschüss, Baba! Boom, 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 boom.